Der erste Glühwein des Jahres. Ja, und das zur 95. Sendung. Keine Wochen. Genau. Herzlich willkommen heute mal nicht aus unserem Studio, zumindest jetzt die erste Zeit so ein bisschen. Wir sind nämlich bei der Lichternacht in Oranienburg, ja, und wollen mal gucken, was hier so los ist. Die Bernauer Straße ist schon gesperrt. Genau. Wir stehen heute quasi auf der Straße, die sonst die um diese Zeit immer... Schauert. Genau. Und heute, wie man sieht, niemand da. Außer Fußgänger, die hier so ein bisschen rumschlendern. Genau. Wir werden mal gucken, wie viel Spaß wir haben. Ja, die Lichternacht ist ja immer so ein bisschen, auch so für mich immer so ein bisschen der Beginn so dieser Herbst-Kirmes-Saison. Der Kirmes-Saison, das ist ja eigentlich nichts für mich. Ich bin hier nur mal, einfach mal so. Ja, ich finde, dazu gehört zum Beispiel auch jetzt im Anfang November startet ja auch der Martini-Markt in Neuruppin. Und da freue ich mich auch schon drauf. Da muss ich dann auch unbedingt hin. Ja, dann mach mal. So, ja. Wir werden erst mal gucken, wie es hier so weitergeht. Aber ganz nochmal kurz, was ist denn die Lichternacht überhaupt? Ja, hier ist eigentlich, ja, keine Ahnung eigentlich. Die Lichternacht ist, dass wir, oder dass alles in der Stadt so ein bisschen beleuchtet ist, dass auf jeden Fall die Straße gesperrt ist. Hier oben hängt eine Disco-Kugel, die noch nicht beleuchtet ist. Das kommt aber alles noch. Und nachher ist halt ganz viel so mit Licht. Nachher kommen hier tausende Leute. Man sieht da ja, schon die Leute, Polizei ganz, kommt. Ganz dann kommen hier so, ich glaube, um die 1000 Leute, die echt? Mit dem Lampion. So, ja, es sind immer so viel. Und dann wird es hier nämlich schlagartig richtig, richtig voll. Ja, darauf freuen wir uns jetzt sehr tierisch. Und ich sag mal Prost und viel Spaß beim weiteren Zuhören. Genau. Ja, hier, wie heißt es? Flashmob. Genau. Also es war ein unfassbar langer Zug. Der ist noch nicht zu Ende. Der ist noch nicht zu Ende. Okay, also ich glaube, so lang war der noch nie. Es müssen weit über 1000 Leute sein, die da Leute einschätzen. Aber es waren einige. Ja. Genau. Und jetzt ist es ja so, dass jetzt die Straße wieder freigegeben wird. Das sieht man im Hintergrund so ein bisschen. Das Kritische war ja tatsächlich, dass ja in Oranienburg gerade eine der beiden Havelbrücken gesperrt ist. Und es jetzt quasi so war, dass die komplette Innenstadt gesperrt war. Ja. Und jetzt geht das hier so langsam wieder los, wie man im Hintergrund sieht. Die Jungs in grün, in blau und die Feuerwehr, alle sind daran beteiligt und jetzt kommen schon die ersten Autos. Was werden wir denn jetzt hier noch machen? Was muss man unbedingt auf der Lichternacht getan haben? Was essen, was trinken und dann nochmal was essen, nochmal was trinken und dann nach Hause. Stimmt. Und ich werde in den Buchladen gehen, weil es ist auch immer so eine kleine Tradition, dass ich zur Lichternacht auch immer in den Buchladen gehe und da den immer Herkaufer. Arm werde. Siehst du? Genau. Na, dann lass uns mal starten. Ja, eine leckere Bratwurst auf der Lichternacht. Meine erste ist ja. Dann koste sie doch mal. Daumen hoch, Daumen runter. Excellent. Schleimer. Wieso? Zu keiner Zug von der Firma.
gehört. Man sieht jetzt hier die Disco-Kugel, ja, die sieht, über der Stadt jetzt schwebt. Mit Live-Musik und allem Pipapo. Ja. Ich würde sagen, damit wir auch noch so ein bisschen Inhalt in diese schöne, knuffelige Sendung bekommen. Nein, sowas machen wir nicht mehr. Inhalt ist doof. Nein. Du meinst nicht in unseren schönen Keller noch gehen? Doch, das ja, aber ohne Inhalt. Ach so. Ach so, ach so. Ja, okay, also das war es jetzt von der Lichternacht 2018 in der Oranienburger Innenstadt und jetzt geht's zurück in unseren zum grandiosen Gitarrenspiel meinerseits. Was? Wer? Wo? Die Sendung läuft ja schon, jetzt darfst du nicht mehr Gitarre spielen. Doch, darf ich. Hab ich beschlossen. Oh mein Gott. Dann bis gleich. Ist jetzt der Moment, wo ihr euch jetzt die Ohren zuhalten dürft. So, na dann, rein in die gute Stube. Ja, von der Kälte in die warme, gemütliche Dunsthöhle unseres kleinen Studios. Ja, ich werde mal noch das Öhrchen hier anstellen. Das Öhrchen? Damit wir auch wissen, wie lange wir hier noch reden dürfen. Und weil ich habe es ja auch echt angekündigt. Ja, ich freue mich ja schon total drauf. Du freust dich? Das deswegen ist so schön, ja. Spiel mir das Lied vom war das was von feine Sahne Fischfilet? Ey, du klaust dir mein Thema. Nein, war es nicht. Ich muss dir ehrlich sagen, wenn ich was nicht mehr hören kann, dann ist es der Name feine Sahne Fischfilet. Da ging ja die Woche sowas nicht mehr hören. Sowas durch die Presse, Social Medien, sonstiges. Ja, war interessant die Woche ja mit feine Sahne Fischfilet. Der guten Band aus Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Die nicht und doch jetzt doch und irgendwie noch nicht und doch wiederum. Die sollten ursprünglich beim ZDF Bauhaus auftreten. Bauhaus at ZDF heißt die Sendung. Also ZDF at Bauhaus. Ach so, ja, genau. ZDF at Bauhaus. Die kommt, das ist eine ganz wichtige Sendung. Ja. Die ist so wichtig, dass die nachts um 3:30 irgendwann auf Dreisat kommt. Richtig. Ja. Und nicht so wichtig, dass man sagt, nein, wir wollen kein politisches Statement setzen. Genau. Das ist eine sehr relevante, naja. Ja. Und darf eine Punkband, die sich auch bewusst gegen Rechtsextremismus äußert, nicht da spielen, weil die Bauhaus-Leute sagen, nee, so viel Politik wollen wir nicht. Naja, es gibt ja so diese, ich weiß ja nicht mal, ob es Propaganda ist, aber es ist so dieses, ja, dass die ja mal vom Verfassungsschutz angeblich beobachtet worden sind und es ist so ein Thema, es geht mir unfassbar auf den Nerven, auch dass so jeder Furz in dieser ganzen Sache immer geschrieben und überall liest man. Und das ist also, es Schlimme ist ja nicht, dass es diese kleinen Medien sind, die darüber schreiben. Es schreiben ja wirklich die großen Medien, Spiegel Online, sonstiges Welt. Die schreiben über die ganzen Themen. Was ist so und was kommt daraus? Schluss ist folgend, dass sich hier der Berliner Senat dazu meldet, sagen, ja, kommt doch zu uns, spielen. Und dann, was kommt daraus? Wir spielen jetzt im Brauhaus in irgendwo in Dessau. Toll. Ich gehe natürlich davon aus, dass das ZDF diese Sendung im Hauptprogramm irgendwann um 20.15 Uhr ausstrahlt, damit man auch mal weiß, was das eigentlich für eine Sendung ist, die nämlich keine Sau kennt. Das wollen wir mal festhalten. Es wird weiterhin um die Uhrzeit laufen, wie sie bis jetzt gelaufen ist. Und es wird weiterhin keiner diese Sendung kennen. Ja. Also man muss natürlich sagen, die hatte mal einen besseren Sendeplatz, ja, als es nämlich ZDF Kultur noch gab. Ja. Damals lief das nämlich da immer. Und es war nicht ganz gute Sendung, da waren schöne Musiker teilweise, auch der Eagle Eye Cherry ist da damals aufgetreten, war nicht eine schöne, intime Live-Atmosphäre, wenn man so will. Ja. Also nichtsdestotrotz, auch wenn es mir auf den Nerven geht, also fürs Bauhaus hin, deshalb spricht die Geschichte natürlich überhaupt nicht. Also das ist alles so ein bisschen merkwürdig. Was ist denn jetzt kaputt? Ich habe nochmal ein Büchsenbier mitgebracht. Nein! Direkt eingeflogen aus Malle. Vielen Dank an Dirk und Benny, die mir dieses Bier direkt aus Malle mitgebracht haben. San Miguel Especial. Ich weiß nicht, ob das. Keine Ahnung, wie man das. Premium Especial. Mitgebracht haben. Sag mal. Ja, und kannst du noch was dazu erzählen? Wo kommt. Also, ist hier doch noch. Ein spanisches Bier. Also, komplett spanisch. Also, das ist wirklich nicht irgendwie ein Import aus Deutschland, nach Deutschland, sondern es ist alles spanisch. Jetzt aus dem Ding.
Original Lagerbier. Steht ein Ort drauf? Warte mal, muss ich erstmal eingießen. Guck mal. Wir haben extra ein kleines Glas, damit das auch voll wird. Das ist nämlich nur 0,3 Glas. Oh, ja. Da wusst ihr ja überhaupt nicht. Also, das ist ja hier nicht. Wirklich verflogen hier. Ja. Das ist ja ein Krümel auf deinem. Aber hat mehr Umdrehung als ein normales Pilz. 5,4 Volumen Alkohol. Promille? Nee, wie heißt das? Prozent. Und sonst, wo kommt es denn her? Koste mal und ich gucke mal. Ja, du guckst mal und ich koste mal. Ey, sieht das schon mal herrlich. Guck dir mal diese Blume an. Guck dir diese Blume an. Ist ja der Hammer. Ich meine, ich würde ja mal tippen, dass er aus San Miguel kommt. Wenn es denn schon so heißt. Seit 1890. Okay, alles gut. Was? Alles gut. Ja, brauchst du gar nicht weiter reden. Schönes Bier, toll. Nee. Was ist denn das für ein Urteil? Nee, hallo? Es ist, wie gesagt, hat eine schöne Blume. Es perlt auch ganz gut, aber ein Geschmack wie ein Dosenbier. Also scheiße. Wenn du so direkt sagen möchtest. Dann sag doch nicht gut, wenn es scheiße ist. Was ist denn das für ein Tester? Das ist Sarkasmus. Sarkasmus können Zuschauer nicht. So, wollen wir hier nachgießen? Mann. Damit so toll ist. Also ist wirklich, nee. Ich glaube, wenn man auf Malle ist und sowieso schon ein Ding im Tee hat, ist es vielleicht ganz gut, aber so für den gehobenen Geschmackstest fällt es erstmal völlig durch. Da passt doch deine wunderbar dazu das Thema, dass Christoph de Bolle heiratet. Wer? Richtig. Meine Damen und Herren. Wer? Es war das Top-Ereignis am letzte Woche Sonnabend im ersten zur Primetime. Da lief nämlich der Schlager. Boom. Ich dachte, Traumhochzeit, wenn du mir sowas erzählst. Ja, es gibt demnächst eine Traumhochzeit. Christoph de Bolle heiratet. Na, wer ist denn das? Christoph de Bolle ist einer der drei von Club 3. Ist einer der Freunde von Florian Silbereisen. Wusste ich nicht. Und weil der seine Freunde ja so ein bisschen durchschleppt, durften die drei gemeinsam den Schlager Boom moderieren. Toll. Und weil sie den Christoph ja alle so lieb haben, haben sie dem ermöglicht, dass er seinem Freund fragen konnte, ob er ihnen heiraten möchte. Also sein Freund stand hinter der Bühne, der wusste nichts davon. Den hat dann jemand dann auf die Bühne geholt. Traumhochzeit, was die Liebe zählt und vermisst dich oder sowas im Alm oder was? Keine Ahnung, nö. Einfach nur... Blöd. Blöd? Also, es war so langweilig. Gab es denn wenigstens Musik dazwischen, oder? Nö, nicht wirklich. Also, Entschuldigung, ich muss jetzt mal wirklich... Wen interessiert denn, wenn irgend so ein C-Promi heiraten will? Und warum muss man sich das eine Viertelstunde lang zu Primetime im Ersten angucken, doch so lange, dass ein Christoph de Bolle irgendeinen Typen, überhaupt erst ein halbes Jahr oder so kennen die sich, dass er den jetzt heiraten muss und dass alles schön ist und... Und lass mich raten, die Einschlagquoten gehen dann sofort... Bumm! Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wer interessiert? Das ist wieder so typisch hier, das Erste... Hochzeit, es geht ja die älteren Leute, die gucken sich so einen Spaß an und findet ganz toll, dass ja jetzt der eine den anderen gefragt hat und alles ist schön. Ist es so? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. In meinem Umfeld hat keiner mitgekriegt. Außer du. Und apropos keiner mitkriegen. Hast du auch das Gefühl, dass keiner mehr die Champions League mitkriegt? Was? Wer? Wie? Wo? Was? Ja. Ich habe gestern war Donnerstag, habe ich Europapokal gesehen auf Nitro. Ja, Hammer, ne? Ja, ich habe nämlich irgendwie neulich irgendwo gelesen, Champions League, der und der hat gespielt und ich dachte mir so... Ich krieg's schon mit aufgrund, dass ich hier meine Sportschau-App habe und das Ganze so mitkriege so im Verlauf, aber... Ja gut, aber ich meine auch früher haben das so 6-7 Millionen Leute geguckt, heute gucken es 1 Million, wenn es hochkommt. Nein, das ist schon ein bisschen was anderes, oder? Du kannst auf The Zone... Oder auf Eurosport Player oder sonst irgendwo noch zusätzlich reinziehen. Oder bei Sky oder sonst im Kram noch reinziehen. Das ist aber, glaube ich, die wollen halt damit die Leute locken, aber irgendwie klappt das nicht so richtig. Wie sie warum auch? Das ist nicht so. Ich streiche mal feine Sahne Fischfilet von meiner Liste, ja? Bitte. So. Irgendwas geht da noch so? Du, ey, krasse Thema. Die Zeit wird umgestellt. Wurde die Nacht umgestellt. Und das Lustige an der Geschichte ist, das ist ja einer der letzten Mal, wo es die Zeit sozusagen zurückgedreht wird. Eventuell. Und ich muss ja mal sagen, ich muss ja mal Werbung für Radio 1 machen. Es gibt ja dann von 2 Uhr bis 3 Uhr diese
Ja, du brauchst jetzt keine Werbung machen, weil das ist ja vorbei. Ja, gibt's ja als Podcast. Das kannst du in dem Trailer erzählen, den sie gestern schon gesehen haben und den wir nach dieser Sendung aufzeichnen. Ja, aber das kann ja von Darf ich dir diesen Vorschlag machen? Kannst du machen. Von meine, ja, gut, ja. Dann streiche ich das auch durch. Sehr gut. 2022 läuft die Titanic 2 vom Stapel. Schön. Ich habe noch... Das war's von dieser Sendung. Auf Wiedersehen. Sind wir schon durch? Warum macht man, also ja, so. Ja, keine Ahnung, warum man es macht. Wissen nicht, aber sie bauen sie auch original nach, oder? Das Schlimme ist ja, die bauen sie nicht nur nach, sondern sie sollen auch die gleiche Route fahren und die Passagiere werden gezwungen. Naja, sie sollen jedenfalls die gleichen Klamotten von damals anziehen, also artgerecht von den 20ern, den goldenen 20ern. Und wird es auch diesen Eisberg-Special-Effekt geben? Ich finde, wenn schon, denn schon, ne? Wenn, dann sollen wir auch diese, also vielleicht haben sie ja auch genauso wenig Boote, also Ersatzboote eingebaut wie beim Rest. Und vielleicht auch goldene Rettungsringe. Und wird Leonardo DiCaprio mitfahren? Das weiß ich nicht. In der Holzklasse. In der Holzklasse. Wird es eine Holzklasse geben? Ja, bestimmt nicht. Ihr kostet mal dieses tolle Bier nochmal. Ja. Es gab in dieser Woche eine spektakuläre Programmänderung. Aus der Reihe... Die dramatischsten Programmänderungen aller Zeiten. Also ich kann dir sagen, dass 2012 war, dass der Flughafen BER nicht eröffnet wurde. Das haben sie bei so kurzfristig, dass es im RBB eine Programmänderung war, weil die wollten 24 Stunden live übertragen. Stimmt, ich erinnere mich. Das mussten sie dann komplett absagen. Ja. Und am letzten Sonntag wollte der SWR den ganzen Nachmittag übertragen, wie eine... 1800, weiß ich nicht wann, Mitte der 1850er Jahre, im Rhein versunkene Lok, wollten sie bergen. Oh. Ja. Und seit 1993, oder also seit 1993, wird daran konkret gearbeitet, dass sie in der Nähe von Cochem diese Lok aus dem Rhein heben. Das heißt, sie haben geguckt, wo liegt sie genau, wie liegt sie genau, wie kann man sie heben. Die haben dann seit irgendwelche 25 Jahren versuchen sie diese Lok. Ja, seit 25 Jahren, sie suchen Sponsoren und dann wird geforscht und jetzt konkret wurde jetzt natürlich in den letzten zwei Jahren. Aber der Typ, der das gemacht hat, dessen Namen ich mir leider nicht aufgeschrieben habe, der macht das seit 55 Jahren, beschäftigt der sich mit dieser Lok, die im Rhein liegen soll. Aha. Und Anfang Oktober haben sie festgestellt, da liegt keine Lok. Juhu! Also sie haben dann Taucher also da runtergeschickt. Die Ente des Jahrhunderts eigentlich, wenn du so willst. Ist eigentlich die Ente des Jahrhunderts. Im Grunde ja. Und keiner kann sich erklären, wo sie ist, das ist warum sie nicht da das ist. Das ist das Nibelungenlied. Das ist die Suche nach dem Rheingold. Ja. Das ist eigentlich die Aber du musst dir mal vorstellen... Der arme Mann. Du bist so um die 70 oder so und hast, seitdem du 15 warst... dich mit diesem Thema beschäftigt und dann wie kommt einer Lok? Und dann kommt, naja, es ist halt eine 160, 70 Jahre alte Lok, die auf irgendeinem Hänger, irgendwie auf irgendeinem Eisenbahnhänger oder irgendwie auf einem Schiffshänger, auf einem Schiff transportiert worden ist und dieses Schiff ist dann irgendwie, keine Ahnung. Die sind ja noch nicht umgelaufen. Ja. Und dann musst du dir vorstellen, dass dann dieser Lebenstraum, dieses Lebenswerk puff macht. Ja, und stattdessen lief eine Ranking-Show. Und ich habe dann abends lief aber eine Doku zu dieser ganzen Thematik, die ich mir angeguckt habe und es war so traurig, so deprimierend. Der diese Männer, arme Mann. Ich meine, es ist ja nicht nur der Mann, es sind ja auch alle, die damit zu tun hatten. Da war dann auch so ein Forscher, der gesagt hat, ich nehme das auf mich und ich muss das jetzt rausfinden, was da jetzt schiefgelaufen ist. Aber es ist eine ganz krasse Geschichte. Das ist wirklich eine krasse Geschichte. Eine andere krasse Geschichte ist das, was in den Staaten passiert ist. Ich bin ja Wrestling-Fan mal gewesen und ein bisschen verfolgt ihr auch noch mal ein bisschen. Und das ist ja der große Heini, der jetzt gerade aktuell Roman Reigns, auch Universal Champion, und ist jetzt Montag an die Presse getreten, beziehungsweise in seiner Show auf die Bühne, und sagt, das ist wirklich, eigentlich sind schon krass, während der Live-Show, der sagt, er hat Leukämie. Und hat sich wirklich dann hingestellt, ich verabschiede mich jetzt hier, und das ist nicht mal Show gewesen, also wirklich ernsthaft, hat sich hingestellt, und sagt, Leukämie, ich habe das schon mal vor ein paar Jahren gehabt, konnte es damals besiegen, aber der Schurke Krebs kam zurück, und jetzt hat er wirklich seinen Titel hingestellt. Sich verabschiedet. Roman Reigns ist eigentlich ein King Unbekannter. Also er ist glaube ich auch ein Verwandt mit Dwayne The Rock Johnson und ist eigentlich ein dufter Kerl und hat auch öfter mal die Bösewichte gespielt da und auch die Guten gespielt und jetzt hat er wirklich jetzt erstmal wieder die Arschkarte. Muss ich erstmal wirklich im wahren Leben den Krebs stellen und man kann, also war wirklich ein groß durch die Einjagen, so gut oder böse, die da gespielt haben. Die spielen ja immer ihre Rollen da, haben erstmal krass da mit Mund offen.
und haben sich erstmal da in Klosen halt, haben sie aber alle ihm Mut zugesprochen und danach so, ja, selbst im Madison Square Garden, ja, die große Halle hat ein großes Plakat nach oben hatte viel Glück und schaffst es. Aber glaube ich, mir ist echt scheiße. Definitiv. Ja, das war zu meinem Thema Leukämie und ich war letzte Woche auch bei einem Konzert mal wieder, weil wir haben ja auch eine Metal-Sendung hier. Seit letzter Woche, vorletzte Woche, was? Für mich eine Rubrik Metal oder auch nicht. Und ich war zu einem Konzert von einer Band namens Primal Fear. Das ist eine deutsche Heavy-Metal-Band. Die gibt es seit 98 und da habe ich sie auch das erste Mal live gesehen in Neu-Isenburg. Weißt du, wo das ist? Hessen? Ja. Richtig. Und ich habe sie jetzt zum vierten Mal sehen dürfen. Die haben gerade ein neues Album draußen, Apocalypse. Wo hast du sie gesehen? Wollte ich gerade sagen, im Lido in Kreuzberg. Einer der sympathischsten Clubs ever, die ich jemals besucht habe. Und ich bin jetzt schon ganz heiß drauf, mir einen Ausschnitt anzusehen. Hast du denn was mitgebracht? Ich habe da mal spontan. Ah, ich habe dir spontan was mitgebracht zum dann Thema uns das jetzt noch Primal machen. 4. Bitte. Am Arsch vorbei, wie du gerade so in deinem Augenwinkel erkennen konntest. Ich hab so ganz leicht mit dem Fuß gewippt. Ganz bisschen. So. Ja, ganz toll. Dafür habe ich dann die perfekten Pendants als. Warst du da alleine? Nein, mit Freunden. Mhm. Ich habe, wie gesagt, hast du getrunken? Das auch. Und das Geile war, im Lido gibt es keine Pappbecher, keine Plastikbecher, sondern auch richtige Biergläser. Und richtig aus dem Fass. Und das war richtig. Also der Lido als Club ist großartig. Die Band war an dem Tag großartig. Leider war nicht ganz ausverkauft, auch wenn da nur ein paar hundert Leutchen reinpassen. Hast du eine CD mit? Wollte ich gerade sagen. Ein ganz passend zu der Musik von Primal Fear habe ich Heppner mit. Oh! Peter Heppner hat. Den kenne ich ja sogar. Ey, der war noch, da gab es ja letzte Woche eine Rezension auf metal.de. Wo ich gedachte, wie passt Heppner zu Metal.de, aber haben sich dennoch die Kommentare dazu auch geäußert dazu. Jedenfalls Heppner hat jetzt ein Doppelalbum rausgebracht, beziehungsweise zwei unterschiedliche Alben. Einmal Tanzzwang heißt das, so ein Remix-Album, wo er alte Sachen neu Remix mit Schiller, mit Van. Auch die Flut? Nee. Die hat er, denke ich, jetzt ganz täuschend oder nicht drin. Und das eigentliche Album, was ich jetzt eigentlich besprechen möchte, ist. Okay. Das heißt. Muss ich erst mal. Du hast eine Minute. Eine Minute habe ich. Gut, fass aus. Confessions and Doubts. Ein großartiges Album. Ein tolles, melancholisches Album. Ganz runde Nummer. Diese Stimme von Heppner ist wirklich der Mittelpunkt des Ganzen. Er hat eine ganz großartige Single rausgebracht mit Joachim Witt. Die heißt Was bleibt und ist eine Hommage ans Leben. Nee, also die Flut ist ja schon ein bisschen düster, aber dieses Lied ist einer ganz, ganz. Es war schon melancholisch, aber sehr, irgendwie sehr positiv gestimmt, das Ganze. Und die ganzen Lieder sind sehr, sehr einfach gehalten, zwar elektronisch gehalten, sehr romantisch, aber diese Stimme von Heppner ist einfach, das sticht einfach hervor und das hebt doch das ganze Album auf unglaubliche Höhen. Das ist ein ganz tolles Album. Egal, ob nur Englisch singt oder Deutsch. Bei dem kommt es immer auf den Punkt. Und ein krasser Song, der letzte auf dem Album heißt Theresienstadt hinter der Mauer. Und da muss man sich wirklich mal ganz genau den Text anhören. Gibt es das als Song auf YouTube?
Es gibt davon einen also, Clip. Wie gesagt, zu Was bleibt mit Joachim Witt gibt es einen Clip. Den werden wir mal gucken. Und dem anderen müsste bestimmt irgendwann mal als Reboot drauf. Dann kommen wir jetzt im Eiltempo zu den vielen Promi-Geburtstagen der Woche. Hast du auch jemanden? Natürlich! Dann fangen wir an. Am Montag, Shaggy. 50 ist der junge Herr geworden. Auch am Montag, Catherine Deneuve. Schauspielerin, 75. Dann mache ich mal mit Samstag weiter, weil dazwischen habe ich das mal. Nee, doch einmal. Wo habe ich denn hier? Ah, nee, Mittwoch habe ich noch. Mittwoch habe ich meinen Freund Christoph Daum. Mit 65. Der Politiker Wolfgang Thierse, der Rauschebart, ist am Montag 75 geworden. Ich habe übrigens seinen Bruder kennengelernt. Der ist Orthopäde in Berlin. Samstag, mein Freund Farin Urlaub, die mir ja schon. Der demnächst ja hoffentlich mal Gast in dieser Sendung ist. Ja, 55. Das ist deine Aufgabe. Wenn ich ihn eine dritte Mal sehe. Ja, dann spreche ich. Ja. 55 ist der gute Herr geworden. Dann der gute Klaus Hipp, dafür stehe ich mit meinem Namen, ist am Montag 80 geworden. Simon Le Bon, von Sänger von Duran Duran, ist 60 geworden am Samstag. Christopher Lloyd. Ja. Der alte, der Professor aus Zurück in die Zukunft. Wie hieß er nochmal? Doc Brown. Ist auch 80 geworden am Montag. Meine Fresse. Am Samstag, nee, Sonntag, heute, Eros Ramazzotti. 55 ist der Jungspund geworden. Barry Ryan. Louise. Oh, 70 geworden am Dienstag, am Mittwoch. Jetzt bin ich durch. Hab nur noch Vanessa einen. May, die Violinistin, ist am Sonntag 40 geworden. Dann Bora Daktekin, der Autor von Türkisch für Anfänger und Fuck You Goethe, ja, ist am Sonnabend 40 geworden. Dann habe ich hier noch Uwe Tellkamp, der Autor von Der Turm, ist am Sonntag 50, also heute. Mann, und hast du viele Pack die Badehose ein. Ja, Colin Fröbel. Genau, ist heute 75. Und Abschied nehmen mussten wir von Maislein. Ja, von der Schwarzer Klinik. Die Schauspielerin Karin Eckhold ist gestorben und offenbar, wie sich jetzt herausgestellt, schon im Juli. Ei. Und zwar gemeinsam hat die sich wohl mit ihrem Mann das Leben genommen. Krass. Genaueres weiß ich nicht, ich habe das nur so nebenher gelesen. Ja. Aber es, ein Jubiläum habe ich noch. 370 Jahre den ersten europäischen Grundvertrag. Aha. Westfälischer Friede. Westfälischer Friede in Münster und Osnabrück am 24. Mehr Informationen bei Wikipedia. 24. Oktober 1648. Das haben wir im Geschichtskurs gelernt. Leistungskurs. Damals. Dann habe ich jetzt noch einen Halloween-Lesetipp. Es hat jetzt nichts mit Halloween zu tun, aber dachte es ist von der Band. Nein, es ist ein Thriller. Thriller? Ein richtig guter Thriller. Und zwar heißt der House Sitter, ist bei Wunderlich erschienen von Andreas Winkelmann. Du musst dir vorstellen, du kommst mit deiner Frau aus dem Urlaub nach Hause, machst so die Tür auf und stellst fest, hier war jemand. Mhm. Das riecht anders im Haus, Sachen liegen anders, da steht plötzlich eine Ravioli-Dose auf dem Herd. Ja, und stellt sich erstens raus, dass der Typ da nicht nur eingebrochen, sondern zwei Wochen gewohnt hat in deinem Haus. Und er hat dir erstmal kurz die Lampen ausgezündet. Hat dich so zusammengeschlagen, dass du nach dem Koma im Krankenhaus aufwachst. Ei. Und deine Frau ist weg. Eieiei. Ja, darum geht es in diesem Buch und um die Ermittlungen darum. Und es stellt sich dann heraus, dass dieser Fall irgendwie öfter eintritt. Oh. Also es kommt öfter vor. Es kommt dann auch dann wieder vor, dass eine junge Familie brutal zusammengeschlagen wird, also Mann und Frau. In einem Fall ist die Frau tot und der Mann auch so halb. Also es ist ein sehr, sehr spannender Fall, der sich daraus ergibt. Und es geht dann noch so um Intrigen zwischen einer Ermittlerin und einem Ermittler, die sich dann irgendwie den Fall nicht gegenseitig gönnen, wo die Ermittlerin dann auf eigene Faust recherchiert. Und Geschichte der Geschichte, toll. Also wirklich, es ist so eins dieser Bücher, die sich so zum Ende richtig steigert und man kann es dann gar nicht mehr loslassen. Und ist natürlich ein Albtraum, der da erzählt wird. Ne? Ja, das glaube ich. Ja, Andreas Winkelmann, House Sitter bei Wunderlich. Und jetzt haben wir schon eine Minute überzogen. Haben wir noch gar nicht. Na, doch, fast. Ich sag mal, Prost zur 95. Sendung. Ja, das war's. Wir verabschieden uns mit noch einmal Impression von der Lichternacht. Und zwar habe ich eine Band aufgenommen, wo ich jetzt allerdings gerade vergessen habe, was sie dann da gesungen haben. Es ist so eine Mädchenband, dessen Namen ich nicht weiß. Schaut euch das an, ist bestimmt total toll. Und was war das hier? Keine Wochenshow. Prost. Viel Spaß. Nochmal.
Hope I pray to one that's on his heart. Oh, whoa, 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 I got him hard. Show him what I got. Oh, whoa, 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 I got him hard. Show him what I got. Carry mine, oh, he could read a mind. Oh, baby, he's got me like nobody. Carry mine, oh, he could read a mind. Oh, baby, she's got me like nobody. Ba ba ba, booga, 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 booga,